Eventuell bist du jetzt super episch oder super, super lame. Achtung! Für Freiheit! Freiheit ist mir so wichtig! Oh mein Gott! Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Wave of Field. Leute, die mich schon länger verfolgen, die werden wissen, dass ich Spiele theoretisch nie aus den Augen verliere und immer noch mit einem halben Auge drauf gucke, was die Entwickler so machen. Und der Entwickler hat jetzt zwei neue Maps hinzugefügt, und zwar den Fluss und die Zitadelle. Und den Modus Conquest gibt es immer noch nicht, obwohl es steht, kommt bald. Steht da, glaube ich, jetzt seit zwei Jahren. Aber gucken wir uns mal die neuen Maps an. Vielleicht sind die ja spaßig, vielleicht sind die nicht spaßig. Für die Leute, die gar keine Ahnung von diesem Spiel haben, das ist im Grunde der geistige Nachfolger von den ganz frühen Battlefield-Spielen. Meiner Meinung nach. Lass uns mal jetzt den Fluss angucken. Weil ich finde, die Zitadelle sieht ein bisschen spannend aus. Lass uns erst mal den Fluss angucken. Hey, ich arbeite an einem Ladebildschirm. Jetzt where we, oh. Nordkorea-Nukes. Okay, da. Ja. Ich habe ein paar Mods runtergeladen das letzte Mal. Ich sollte mal wegpacken und gucken, dass mein Video noch familienfreundlich bleibt in irgendeiner Form. Oh nein, ich habe noch eine Nerf-Gun. Ja, ich glaube, die Folge habe ich nie veröffentlicht. Aber ich habe mal eine Folge gemacht, da habe ich mit Mods versucht, das Spiel zu spielen, die ein bisschen komisch sind, und habe jetzt hier eine Nerf-Gun. Da kommen so Nerf-Kugeln raus. Yo. Yo. Okay, rennen wir in die Schlacht. Let's go. Für Freiheit. Denn Freiheit ist mir wichtig. Oh, da ist ein Gegnerschiff. Lass uns mal zersäbeln. Bam, 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 bam. Wir leben noch, alles gut. Okay, wir müssen mal zu irgendeinem Punkt kommen. Die Map ist riesig. Also eventuell hat der Typ die Map ein bisschen zu groß gemacht. Die ist ja wirklich riesig. Okay, wir müssen jetzt auf die andere Seite. Und das ist ein Punkt, den wir einnehmen können. Man kann übrigens auch den Grafikstil verändern, aber ich finde diesen Pixel-Matsch eigentlich ganz cool. Also ich finde es besser als dieser pseudo-realistische Look. Hey, da ist ein Dude. Hallo. Hallo. Darf ich dich treffen? Ich habe Slow Motion angemacht, damit ich dich besser treffen kann. Sehr gut. Oh, ich habe sie getötet. Besiegt. Beziehungsweise Game Ended, sagt man, ne? Ich habe ein Game Ended, den auch. So. Okay, gehen wir rein. Hallo! Ich würde gerne den Punkt hier erobern. Hallo! Hallo! Den habe ich auch gekillt. Hyper. Nice. Aber. Okay. Oh. Hat er einen Raketenwerfer in der Hand gehabt und hat sich damit selbst gekillt? Was ist da passiert? Moment, ich will noch, verdammt, ich wollte die Waffen noch wechseln, bevor ich wieder spawne. Moment, okay, mein Ziel ist es jetzt, den Punkt zu erobern. Das heißt, ich renne dahin, werde den Punkt erobern und mein Team wird stolz auf mich sein. Auch wenn hier gerade eine krasse Schlacht läuft. Wobei die Map, ich glaube, wenn die Map ein bisschen kleiner wäre, wäre ich ein großer Fan der Map. Die ist eigentlich schon ganz nice. Hier mit den Brücken und allen. Oh, hi. Bap, 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 bap. Upsi. Oh, da ist noch einer. Hi. Bap. Okay. Sehr, sehr klug. Ich erobere jetzt den Ort. Weil es, glaube ich, taktisch klug. Und mein Team liegt komplett hinten. Für jeden Kill gibt es einen Punkt. Autsch, autsch, autsch. Und wenn man einen Punkt länger erobert hat, gibt es auch einen Punkt. Ich lade mal hier die Waffe nach, ganz entspannt. Ich chill hier ein bisschen. Ich habe ja noch ein Medikit. Ich habe ein bisschen Leben verloren. Das heißt, ich werde jetzt das Medikit hier hin. Heil mich hoch, wenn ich darf. Ja, so. Und jetzt gehe ich rein. So. Oh, Moment. Kann ich eigentlich einen Raketenwerfer jetzt auf die ballern? Die stehen alle auf einen Haufen. Eventuell bist du jetzt super episch oder super, super lame. Achtung! Für Freiheit! Freiheit ist mir so wichtig. Oh mein Gott. Die hat ja voll reingezwirbelt. Oh, oh, wow, wow. Okay, ich wurde auch zerfetzt. Ich hätte vielleicht in Slow Motion bleiben sollen. Weil dann kann man besser reagieren, wenn man einmal getroffen wird. Ey, aber ich hab den Steg aufgeräumt. Das war meine große Aufgabe. Und ich führe auch mit den Kills. Okay, ich glaube, ich sneak mich in den Ort rein. Und ignoriere die Brücke einfach. So, einmal blind reingeschossen. Warum nicht? Nachladen. Au, 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 au. Moment, Moment, ich kann nicht gerne ausschalten. Aber ihr müsst dafür ein bisschen mitchillen. Okay, nein, wollt ihr nicht? Okay. Ich muss den See hier ganz schnell überqueren. Jetzt. So. Okay. Schnell rum. Okay. Wenn ich auf der Seite bin, dann geht alles klar. Dann kann ich durchlaufen zu den Gegnern. Ich will den Punkt ganz rechts wollen. Für mein Team. Weil mein Team kommt nicht so richtig voran. Wir liegen hinten. Ich muss das Blatt wenden. Ich muss das Blatt wenden. Ich will, dass mein Team stolz auf mich ist. Ich will einfach. Ich will ein bisschen Respekt und ein bisschen Liebe von meinem Team. So, jetzt laufe ich. Oh, es ist halt eine super weite Strecke. Okay.
Für mein Team. Für mein Team muss ich jetzt vorpushen. Für Freiheit. Denn Freiheit ist mir wichtig. Mein Team ist fast am Verlieren. Bitte nicht. Team, ihr müsst noch ein bisschen... Ich wollte sagen, ihr müsst noch ein bisschen aushalten. Bis ich zum Ort da oben... Aber warum haben wir so krass auf den Sack gekriegt eigentlich? Weil die Gegner... Okay, die Gegner haben 4 Orte und wir haben 3, deswegen. Okay. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Nicht richtig schlecht. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Okay, zweite Map. Schnellst... Was ist das denn jetzt? Jetzt haben wir 5 Orte und die Gegner haben 1. Wahrscheinlich geht es darum, dass wir diesen Ort hier verteidigen müssen. Vor den Gegnern, die anrennen. Aber was sollen die denn machen? Was sollen die denn machen, die Gegner? Auf was schießt ihr? Da ist nichts. Ja, da vorne erst. Seid ihr Trottel? Seid ihr Trottel? Oh, da kommt Panzer an von Gegnern. Au. 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 Nicht getroffen. Oder doch getroffen, ich weiß es nicht. Gut, gegen Panzer kann ich nichts machen damit. Okay, dann wird es doch schwerer. Die Map hier wiederum ist auch groß. Aber ich mag das Konzept der Map. Ist ein spannendes Konzept. Da hinten laufen ein paar. Hier ist irgendwo ein Boot unten. Da laufen auch ein paar. Ich mache einfach mal Dauerfeuer drauf und guck, ob ich sowas treffe. Oder. Ja, ich hab's gekillt. Gut, ich halt mal nach. Da ist ein Panzer am Start. Oh, da sind schon gegnerische Panzer drin. Ist das ein gegnerischer? Ist ein gegnerischer. Okay. Ich muss das Auto auf jeden Fall erwischen. Weil die kann ich killen damit, wenn ich treffe. Achtung! Bam! Oh, die wurden schon zerfetzt. Hallo, Boy! Hallo, warum guckst du nach oben? Ah, Gott! Nein! Ach, du guckst mich an gleich nach oben. Okay, ciao. Okay, oh, wow, hier sind ja eine Menge Gegner. Hallo! Hallo, ihr seid eine Menge Gegner. Ich würde gerne alle ins Bett bringen. Ins Bett bringen, nicht töten. Das ist nicht unfreundlich. Ich würde gerne alle ins Bett bringen. Ja, ich wurde auch zerfletscht, aber ich habe ihn auch zerballert, ne? Hier sind hier echt eine Menge Gegner gewesen. Okay, aber sieht gut aus. Ich glaube, wir gewinnen das. Ich glaube, wir sind ein richtig starker Einheit. Ich glaube, mein Team ist stolz auf mich. Ich habe am meisten Kills gemacht. Ich glaube, die sind alle sehr stolz auf mich. Ist okay, 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 okay. Ein gegnerischer Panzer. Hydra, come on. Come on. Oh mein Gott, ich habe 3 Teammates gekillt. Das wollte ich nicht. Komm jetzt. Ich habe noch ein Teammate gekillt. Ich will auch nur den gegnerischen Panzer kaputt machen, jetzt. Oh, da ist noch ein Panzer. Oh, aber die Waffe hier ist ja richtig overpowered. Ich muss damit nur grob reinzielen und das zerfetzt die Gegner schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist eine Lenkrakete. Wo geht die hin? Gegnerischer Panzer? Oh ja. Achtung! Zielen! Feuer! Wow! Jetzt gehen die runter, Achtung! Und! Come on! Oh, wow, die sind ja voll daneben gegangen. Die sind ja voll daneben gegangen. Ich war jetzt super freudig angespannt. Aber dann gehen die einfach 1000 Meter daneben. Ich würde weinen, wenn ich könnte. Aber ich akzeptiere das einfach. Okay, also auf dieser Map haben wir schon gewonnen. Ich will nochmal den Fluss ausprobieren. Ich will auf dem Fluss auch gewinnen. Ich will meine Mannschaft am Fluss auch stolz machen. Ich will, dass so viele Menschen wie möglich auf mich stolz sind. Das geht nur auf dem Fluss. Es sind ja keine Menschen, das sind irgendwelche Bots. Das sind bestimmt die Bots, die gegen Artikel 13 sind. Ich laufe mal weiter. Oh, na, 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 na. Okay, jetzt. Jetzt. Die kommen jetzt runter. Die kommen jetzt... Hä, wo ist der Schuss hingegangen? Die Gegner haben auch den Punkt jetzt hier erobert. Das ist nicht gut. Warum haben die den erobert? Das ist gar nicht gut. Ich renne mal vor. Autsch, Leute, 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 Leute. Nein, 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 nein. Ja, gut. Okay. Ich habe mir einmal in den Fuß geschossen. Das sollte reichen. Autsch. Aufstehen. Ja. Come on, come on. Okay, erwischt, 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 okay. Ich hole jetzt den Punkt und mache damit mein Team stolz. Ich brauche einen endlichen Schuss damit. Jau, 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 jau. Ich mache mein Team stolz mit dieser overpowerten Waffe. Ich glaube, ich habe wirklich jetzt komplett aufgeräumt hier. Da vorne ist noch einer, ne? Ja, Moment. Okay, die Kugeln müssen ein bisschen tiefer. Ich kann es nicht so richtig steuern. Ich ziele einfach ungefähr hin und hoffe, dass es trifft. So. Oh, jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Moment. Nachladen, bitte. Ach nee, die Waffe ist heiß. Die Waffe ist heiß geworden. So, jetzt geht's wieder.
Yo. Okay. Okay. Muss ein bisschen cooler damit umgehen mit der Waffe. Und die Waffe auch cool bleibt. So, den geholt. Den geholt. Wie lange soll ich diesen Punkt hier noch verteidigen? Ich bin hier alleine. Für die Freiheit. Wo sind andere Freiheitskämpfer? Ich bin ja wirklich alleine. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Vom Boot. Nein, nein, Leute. Wir hatten den Punkt fast. Wir hatten den Punkt fast. Ah, wir haben den Punkt. Oh. Okay, dann haben wir jetzt gewonnen, oder was? Also, warum sollten wir nicht gewinnen? Wir haben mehr Punkte als die Gegner. Kann mal einer kommen? Es kommt ja kaum Verstärkung hier an. So, ich mache ein bisschen... Die Putzkolonne ist da! Okay. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Yo! Das ist die Rache! Das ist die Rache für Runde 1! Kann ich euch anvisieren? Es geht nur gegen Gebäude. Wie geplante Move. Okay. Ich habe 58 Leben. Oder ist das Fahrzeug? Acht Fahrzeuge hat 58 Leben. Okay. Ich habe Full Life, das Fahrzeug hat 58 Leben. Ich muss mich mal heilen eigentlich. Ne, komm, wir holen den Ort, So. Wir holen den Punkt links unten. Oh, wir haben schon gewonnen. Den Punkt will ich trotzdem mal holen. Es geht jetzt einfach nur noch um Ehre. Wir holen ihn wirklich. Ist schon zur Hälfte durch. Die können jetzt nicht mehr spawnen. Hier ist keiner in der Nähe. Kann ich darauf schießen mit der Hydra? Nee, kann ich nicht. Gut, dann chillen wir jetzt hier. Und haben jetzt in 3, 2, 1. Bam. Haben wir noch den Punkt eingenommen? Das ist das Update zu Ravenfield. Es gibt zwei neue Maps. Es wurden auch so, glaube ich, ein paar Dinge überarbeitet. Aber der Entwickler ist glaube ich, nur ein Typ. Es ist, glaube ich, nur ein Typ, der das entwickelt. Und das geht halt nicht sonderlich schnell. Ich finde es aber ganz spaßig, diesen Pixel-Match immer zu sehen in den Kämpfen. Und Friendly Fire ist auch an. Finde ich auch interessant. Gangnam habe ich getötet, sorry. Gut, dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Morgen kommt auch wieder Brawl Stars. Weil jeden Tag, wo ich nicht Brawl Stars bringe, fragen Leute, warte mal, kommt wieder Brawl Stars? Obwohl ich das fast jeden Tag bringe. Ich will halt auch mal ein bisschen andere Spiele spielen. Sorry. So, dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.